In diesem Video nähen wir ein ganz einfaches Täschchen mit Reißverschluss. Und keine Sorge, wenn du noch nie mit Reißverschluss genäht hast, das ist ein ganz einfaches Tutorial und wir werden alles Schritt für Schritt gemeinsam machen. Und hier sind die Materialien, die wir brauchen. Das hängt immer ab von der Länge des Reißverschlusses. Meine Maße sind hier ca. 22 x 14 cm. Der Reißverschluss ist ungefähr 22 cm lang insgesamt mit dem ganzen Stoff rundherum. Und das ist auch die Länge von meinem Täschchen hier. Und dann brauchen wir noch unser Reißverschlussfüßchen. Und zwar kann man hier sehen, das ist ganz praktisch. Das setzt hier auf neben dem Reißverschluss und dann nähen wir auf jeden Fall nicht in den Reißverschluss rein, sondern unsere Nadel wird schön daneben entlang geführt. Jetzt fange ich an mit meinem Futterstoff. Den lege ich als unterstes hin. Dann lege ich meinen Reißverschluss oben drauf und dann meinen Oberstoff. Meinen Futterstoff habe ich mit etwas Bügelvlies verstärkt, weil er sehr dünn ist. Wenn du aber einen dickeren Außenstoff benutzt, dann ist das nicht nötig. Dann brauchst du keinen Bügelvlies benutzen. Jetzt nehme ich hier meine Wonderclips und klipse alles schön zusammen. Und wenn man hier sehen kann, der Reißverschlussschieber, der ist ein bisschen dick und da kann man nicht so leicht entlang nähen. Deswegen fangen wir etwas weiter unten an zu nähen und nähen dann am Ende das oberste Stück zusammen. Wenn hier mein Reißverschlussöffner, der ist nicht ganz so dick. Ich könnte hier auch theoretisch nebenher nähen, aber wenn man irgendwie einen größeren hat, dann ist es besser, wenn man weiter unten anfängt zu nähen und dann am Ende erst das obere Stückchen dann zu Ende näht. Also, es war ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Wir nähen jetzt hier unterhalb des Reißverschlussöffners entlang des Reißverschlusses. Ich fühle mit meinem Finger, wo der Reißverschluss ist und natürlich mein Reißverschlussfüßchen wird hier auch wunderbar neben dem Reißverschluss entlang geführt, sodass ich nicht auf den Reißverschluss nähen kann. Und hier, jetzt öffnen wir den Reißverschluss ein wenig und dann ist es viel, viel einfacher, das obere Stück zusammenzunähen. Jetzt nähen wir dann bis zu der Naht gleich, wo wir etwas unterhalb angefangen haben. Und jetzt nähen wir das obere Stück der Naht. Wunderbar, haben wir es auch schon geschafft. Und können den Faden abschneiden. Hier ist unsere Naht. Jetzt können wir alles nach außen klappen und uns mal anschauen, wie das aussieht. Das war doch wunderbar einfach. Jetzt können wir den Reißverschluss wieder schließen. Und dann wiederholen wir das gleiche auf der anderen Seite nochmal. Jetzt falten wir beide Stofflagen auf eine Seite, legen wieder unseren Futterstoff nach unten, unseren Reißverschluss oben drauf und dann unser Stück Oberstoff mit der richtigen Seite nach unten. Und dann nehmen wir wieder unsere Wonderclips und clipsen alles schön zusammen. Und nähen dann jetzt ganz, wir können ganz oben anfangen an der Naht und dann nähen wir bis zum Reißverschlussöffner nach unten. Und jetzt sind wir gleich angekommen und hier hören wir auf, machen ein paar Rückstich, vor- und zurücknähen, damit alles schön verriegelt ist. Jetzt öffnen wir den Reißverschluss und nähen dann den Rest der Naht. Und auch hier verriegeln wir wieder die Naht, damit nichts mehr sich öffnet. Und da sind unsere Stofflagen alle angenäht an den Reißverschluss. Jetzt können wir jeweils eine Futter- und eine Oberstofflage auf eine Seite klappen. Und dann bügeln wir den Stoff noch ein bisschen flach. Dabei achten wir darauf, dass wir nicht auf dem Reißverschluss bügeln, weil meiner gerade aus Plastik ist und das könnte sonst schmilzen. Und dann haben wir keinen Reißverschluss mehr. Das wäre natürlich ein bisschen blöd nach der schönen Arbeit, die wir bis jetzt schon gemacht haben. Wenn du einen metallenen hast, dann ist das nicht so ein Problem. Jetzt machen wir schöne Stiche entlang des Reißverschlusses auf dem Stoff. Eine schöne Steppnaht, damit der Stoff nachher sich nicht mehr nach innen klappt und nicht in den Weg gelangt, wenn wir den Reißverschluss auf und zu machen. Später, wenn wir unser Täschchen benutzen wollen.
Aus irgendeinem Grund habe ich hier meine Stichlänge nicht weitergemacht. Für Steppstiche benutzt man eigentlich eine größere Stichlänge, so wie 3,5 oder 4 mm. Aber irgendwie habe ich das hier nicht geändert. Aber wenn ich das nicht gesagt hätte, hättet ihr das vielleicht gar nicht gemerkt. Also war das vielleicht ein bisschen doof, dass ich das gesagt habe. Okay, jetzt können wir unseren Reißverschluss öffnen. Das müssen wir sogar machen, sonst kriegen wir nachher unsere Täschchen nicht nach außen gewendet. Jetzt falten wir jeweils die beiden Oberstofflagen und die beiden Futterstofflagen auf eine Seite, sodass sie rechts auf rechts aufeinander liegen. Und dann falten wir den Reißverschluss auf den Futterstoff und klemmen ihn mit unserer Wonder Clips hier fest. Auf der anderen Seite machen wir das gleiche. Ist ein bisschen außerhalb des Bildes gerade. Okay, jetzt können wir es sehen. Hier habe ich auch den Reißverschluss auf die Futterstoffseite geklappt. Und jetzt kann ich alles schön zusammenklipsen hier wieder mit meinen Stoffclips. Und beim Zusammennähen, wir werden einfach rundherum nähen und dann lassen wir auf der Futterstoffseite eine Wendeöffnung, damit wir dann auch das Täschchen nach außen wenden können, wenn wir rundherum genäht haben. Und um meine Wendeöffnung zu markieren, benutze ich jetzt Nadeln, weil ich immer mal gerne vergesse, eine Wendeöffnung zu lassen. Und das ist jetzt meine neueste Idee, dass ich dann dafür was anderes zum Zusammenstecken benutze, damit ich merke, oh, das ist anders. Ach ja, Wendeöffnung, okay. Jetzt können wir unser Reißverschlussfüßchen abmachen und unser normales Füßchen wieder dran machen. Und dann geht's los. Dann können wir jetzt rundherum nähen. Ich fange an der Unterseite der Wendeöffnung an. Mache hier auch ein paar Rückstiche, weil es schön verriegelt ist. Und dann kann ich mein Füßchen heben und den Stoff wenden. Und dann hier gerade nähen, bis ich wieder an der Ecke angekommen bin. Dann hebe ich mein Füßchen wieder an und wende den Stoff. Oder drehe den Stoff. Und das ist jetzt schon mein drittes Täschchen. Das ist ein bisschen, macht ein bisschen süchtig, wenn man so anfängt, so kleine Täschchen zu nähen. Meine Tochter wollte dann auch eins haben. Die machen wirklich ganz tolle Geschenke und man kann die so schön individuell gestalten. Man könnte auch noch Borten und Bänder vorne annähen oder Namen aufsticken und alle möglichen Designs machen mit Rüschen und mit Borten und was weiß ich nicht alles. Ich würde mich sehr freuen, eure Kreationen in der Sammy-Facebook-Gruppe zu sehen. Das gibt mir dann vielleicht auch ein paar Ideen für Geschenke hier in der Familie. Okay, jetzt sind wir angelangt an unserer Wendeöffnung. Machen wieder ein paar Rückstiche und Vorstiche nach vorne. So sieht es jetzt aus. Dann können wir die Ecken hier abschneiden, damit der Stoff nachher sich schön nach die Ecken sich schön nach außen wenden lassen, wenn wir den Stoff gewendet haben. Jetzt ziehen wir alles nach außen, wenden wir den Stoff durch die Wendeöffnung. Ich mache die Wendeöffnung immer so klein wie möglich. Das ist dann immer ein bisschen fiddelig, aber ich mag Wendeöffnungen nicht so gerne. Denn das sieht immer alles nicht so ganz perfekt aus. Ich würde mich freuen, wenn die Wendeöffnung magisch verschwinden, nachdem wir dann ein Projekt fertig gemacht haben. Das tun sie ja auch fast. Wenn wir mit einem schönen, präzisen Stich das alles von Hand zusammennähen, dann sieht man die ja eigentlich auch gar nicht mehr. Aber irgendwie würde ich mich freuen, wenn es einfach auch immer perfekt aussieht. Und diesmal benutze ich einfach meine Nähmaschine, um das zusammenzunähen, weil ich denke, dass das Täschchen, ich glaube nicht, dass ich das jemals wieder nach außen wenden werde, um diese Naht zu sehen. Aber wenn du es etwas präziser haben möchtest und schöner, dann ist es schon besser, das von Hand zusammenzunähen. Aber ich denke, das ist nicht nötig bei unserem Täschchen hier. Und jetzt können wir den Futterstoff nach innen stecken und die Ecken nochmal schön nach außen drücken. Und dann ist unser Täschchen auch schon fertig. Ich hoffe, dir hat das Projekt Freude gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du mit mir zusammen genäht hast. Wenn du magst, dann zeig mir doch ein Foto deiner Kreation in der Sammy-Facebook-Gruppe. Der Link zur Facebook-Gruppe ist unten in der Videobeschreibung. Und da ist unser Täschchen auch. Ich bügele es nochmal fertig, damit es etwas schicker aussieht. Das sieht doch wirklich nett aus. Und das sieht von außen etwas klassisch einfarbig aus. Und innen kommt dann die Überraschung mit dem schönen Futterstoff.
Und hier ist unser Täschchen nochmal. Ach, ist das so schön. Ist doch so ein tolles Gefühl, wenn man sowas selber gemacht hat. Hinterlass mir doch einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen, es zu sehen. Bis dann! Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Nähen mit mir. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und folge mir auf Facebook, Instagram und Twitter, wenn du magst. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, kannst du meine Schnittmuster kaufen auf meiner Webseite. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!